durch die letzten Sims 4 Reaction Videos auf die Sims 2 ist mir und uns erstmal bewusst geworden, wie grandios Sims 2 war. Ja. Und für viele von euch war es und ist es auch immer noch das absolute Herzensspiel. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass du und ich uns Sims 2 in gewisser Weise wieder ins Spiel holen können? Nein, doch. Wie das funktioniert und was ich dir heute alles vorstelle, das und vieles mehr in diesem Video. Vorweg ein große Liebe und großes Shoutout an die liebe Christina, die mir diese tollen Sachen zugeschickt hat. Du kannst auch gerne unter dieser E-Mail, über Instagram oder auch unten in den Kommentaren mir wundervolle Videoideen, Mods und was auch immer schicken. Und dann mache ich gerne ein Video dazu. Christina, danke, dass es dich gibt. Ich möchte euch heute den The Sims 2 Inspired UI for The Sims 4 vorstellen von Wixated. Dieser sorgt dafür, dass dein ganzes Overlay Sims 2 wird. Und ich habe jetzt alles ganz normal runtergeladen auf der Seite und in meinen Mods-Ordner gepackt. Und jetzt starten wir das Spiel. Ja, das Erste, was wir haben, ist dieser schöne Ladebalken, wenn da nicht alte Gefühle wieder aufkommen. Und unser Ladebalken besteht danach aus diesem wundervollen Taxi, was man von damals kennt. Das ist jetzt unser neues Overlay, alles im Sims 2 Stil gehalten. Und wenn ich jetzt auf Spiel laden klicke, seht ihr, dass ich auch noch eine andere Art von Geschichte mit reingebracht habe. Zu diesem Mod kommen wir aber gleich. Wir gehen jetzt erstmal auf diesen Spielstand und nun haben wir wirklich alles im Sims 2 Stil. Nicht nur diese ganzen optischen Bereiche, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch in das Baumenü geht, dann seht ihr, wie alles anders eingefärbt und anders gemacht ist. Also ihr habt dann auch diese Farbgebung. Ihr habt alles, wie es noch sozusagen ist, wie in Sims 4. Nur, dass es alles im Stil von Sims 2 ist. Und das finde ich persönlich absolut grandios. Es ist mal eine völlig andere Übersicht über das Spiel. Macht im Endeffekt ein ganz neues Spielerlebnis. Das Schöne ist, wenn ihr auf der Seite seid und euch das alles anguckt. Also ihr seht zum Beispiel auch, dass sich hier die Welten optisch angepasst haben vom Overlay, könnt ihr unter Extras und modbezogene Informationen euch zum Beispiel passende Sachen dazu runterladen, um noch mehr dieses, ja, Sims 2 Gefühl zu kriegen. So könnt ihr euch zum Beispiel auch die Musik von Sims 2 runterladen und habt dann in eurem Spiel nur noch die Musik von Sims 2. Und da kommen wir natürlich passend zu einem weiteren Mod, dem Sims City Transport. Denn wer von euch kennt es nicht? Wir hatten damals ein Taxi, was uns überall hingeführt hat. Und dank diesem Mod können wir dieses Taxi jetzt auch nutzen. Dafür aktiviere ich benutzerdefinierte Inhalte und dort finde ich den SimCity Transport City Taxi. Hier steht, platziere es irgendwo in deiner Welt und benutze es. Das machen wir einfach. Wir sagen uns, hier ist sozusagen die Straße und platzieren das Taxi hier hin. Das Schöne ist, ihr könnt das Taxi auch in verschiedenen Farben auswählen, so wie ihr möchtet. Wenn dieses Taxi dann irgendwo in eurer Welt steht, könnt ihr mit dem Sim da draufklicken und sagen, Commute with. Könnt dann entscheiden, okay, wir nehmen den und den und den mit, gehen hin und ihr könnt entscheiden, wo ihr hinreisen wollt. Und was ich einfach schön finde, ist, dass euch auf jeden Fall 10 Simoleons abgezogen werden für diese Fahrt. Je nachdem, wir sagen jetzt einfach mal, wir reisen zu den Greenbergs und schon haben wir diesen schönen Ladebildschirm mit diesem Auto. Habt ihr dieses Auto gehört? Das ist so fantastisch. Je nachdem, wo ihr dann hinreist, werden euch die Menge an Simoleons abgezogen. Und ich finde es halt richtig, richtig cool, dass wir dieses Feature drin haben, weil ich finde es so unrealistisch, sei es, wenn wir uns Klamotten holen, sei es, wenn wir uns andere Dinge im Spiel holen, dass die nie Geld kosten. Und wenn wir irgendwo hinreisen, es kostet uns nie Simoleons. Und so können wir halt immer dieses Taxi benutzen, das überall platzieren und damit quasi durch die Welt reisen und realistischer reisen. Nice. Auch hier seht ihr, wenn ihr zum Beispiel im Chaos seid, wie sich alles optisch angepasst habt. Natürlich könnt ihr auch hier überlegen, ob ihr euch zum Beispiel, wie hier vorgeschlagen, einen anderen Chaos-Hintergrund holt, um damit einfach noch ein bisschen realistischer, wie damals, euer Spiel zu gestalten. Also da kann ich euch sagen, geht da mal durch. Ihr seht zum Beispiel auch hier, dass sich euer komplettes Telefonmenü verändert hat. Und auch hier seht ihr, wie sich alles optisch überarbeitet und verändert hat. Stöber
stöbert da mal durch, probiert euch aus und sagt mir, was euch am besten an diesem neuen Menü im Sims 2 Look gefällt. Das Allerwichtigste für euch zu wissen, und das wird auch ganz, ganz wichtig und toll auf der Seite gezeigt, damit dieser Mod funktioniert, braucht ihr den UI Cheats Extension. Wer mich kennt, weiß, dass ich den liebe, weil du damit alles cheaten, erklicken kannst und mit einem Klick alles verändern kannst. Den müsst ihr dazu mit runterladen, damit das funktioniert. Das beschreibt er aber auch hier auf der Seite. Und wenn ihr die beiden Sachen im Spiel in eurem Mods-Ordner habt, dann funktioniert es Stand Mai 2024 einwandfrei. Ich hatte gar keine Probleme. Nun haben wir diese beiden wundervollen Sachen, aber irgendwas fehlt doch, oder? Ja. Nämlich die typischen Sims 2 Geschichten. Und die könnt ihr euch auch in euer Spiel holen. Denn ich habe, wie ihr seht, einen neuen Spielstand. Und hier seht ihr, habt ihr eine ganz neue Spielgeschichte mit Familien drin. Nun gibt es Pleasant View Plains und es gibt Strange Town und Verona Will. Diese neue Save-Datei besitzt quasi Familien, die in Sims 2 lebten und gespielt werden konnten. Sie alle haben Jobs, Beziehungen, Gefühle, Lebensstile und Ruf und sehr, sehr viele Hintergrundinformationen. Und das Beste ist, es gibt wirklich eine vorgefertigte Spielreihenfolge, wie du anfängst, diese Familien zu spielen. Und wir beginnen mit Brandy Brooke. Und wenn man jetzt wie ihr ein bisschen weiter wüsstet, wie die Ausstellung damals war, wüsstet ihr auch, wo Brandy Brooke zu finden ist. Ich muss sie jetzt erstmal suchen gehen. Da sehen wir die liebe Brandy Brooke. Die wohnt in Pleasant View und zwar in einem Miethaus. Das ist ja auch genial. Da gehen wir dann mal rein. Und das Coole ist, wenn wir zum Beispiel dann in diesen Spielbereich reingehen, also ihr könnt entweder mit Brandy Brooke starten oder Pascal Curious. Beide sind schwanger und würden in 3 Tagen ihr Kind zur Welt bringen. So, und unabhängig davon, wie lange ihr die Alterung eingestellt habt, kommt natürlich das Kind schneller oder nicht schneller. Und alle haben sozusagen schon ihre eigene Hintergrundgeschichte. Also sie haben schon ihre Fähigkeiten, sie haben schon ihre aufgebauten Beziehungen zu gewissen Dingen. Und so könnt ihr eine sehr, sehr interessante Geschichte spielen und vielleicht auch euch einfach mal im Internet auf die Suche begeben von diesen alten Sims-Townies. Denn ich finde diese Sims-Townie-Geschichte super, super spannend und interessant. Ja, das sind jetzt einfach mal 3 Mods, die ich euch vorgestellt habe, um euch das Sims 2-Feeling reinzuholen. Es gibt noch so viel mehr in Sims 2 zu finden. Also ihr könnt so viel mehr an Dingen in Sims 2 reinbringen oder einfach auch mal wieder Sims 2 spielen. Es lohnt sich. Es ist auch einfach mal schön, neue Dinge ausprobieren und vor allem in der Vergangenheit, Gegenwart sowie Zukunft der Sims-Townie-Geschichten rumzustöbern. Ich habe natürlich alle Mods, die ich hier vorstelle, euch unten verlinkt. Holt sie euch einfach, habt Spaß und erzählt mir, welche Sims-Reihe eure Lieblings-Sims-Reihe war. Falls ihr wissen wollt, wie toll Sims 2 eigentlich wirklich war, dann schaut mal hier, da zeige ich euch das nämlich. Oder hier unten, da empfiehlt YouTube dir ein Video. Fühlt euch im Ärmel, eure Rania. Ciao!